Helene Fischer kam am 5. August 1984 im sibirischen Krasnojarsk zur Welt. Gemeinsam mit ihrer 6 Jahre älteren Schwester Erika und ihren Eltern Maria und Peter Fischer siedelte sie 1988 aus der Sowjetunion nach Wöllstein in Rheinland-Pfalz um. Nach der Fachoberschulreife ließ sie sich an der Stage AMP Musical School Frankfurt in Frankfurt am Main zur staatlich anerkannten Musicaldarstellerin ausbilden. Noch während der Ausbildung stand Helene Fischer beispielsweise für die Rocky Horror Show auf der Bühne. Helene Fischer, erster Fernsehauftritt und gleich ein Duett mit Florian Silbereisen. Ihren ersten TV-Auftritt hatte Helene Fischer am 14. Mai 2005 beim Hochzeitsfest der Volksmusik, bei dem sie ein Duett mit Florian Silbereisen sang. Im Frühjahr 2006 erschien ihr erstes Album Von hier bis unendlich, es verkaufte sich schon mehr als 500.000 Mal und leitete ihre kometenhafte Karriere ein. Mit ihrem 5. Album Für einen Tag stürmte sie 2011 erstmals die Spitze der deutschen Albumcharts. Helene Fischer gelingt mit Farbenspiel und Atemlos der endgültige Durchbruch. Mit dem Album Farbenspiel ließ Helene Fischer im Jahr 2013 all ihre bisherigen Erfolge verblassen. Das Album thronte insgesamt 15 Wochen auf Platz 1 der Albumcharts und ging mehr als 2,5 Millionen Mal über die Ladentheke. Damit zählt es zu den meistverkauften Alben in Deutschland aller Zeiten. Krönender Höhepunkt auf Farbenspiel ist die Single Atemlos durch die Nacht, die sich alleine mehr als 1 Million Mal verkaufte. Obwohl Atemlos der Sprung auf Platz 1 nicht gelang, ist es heute mit Abstand Helene Fischers bekanntester Hit. Seit 2011 präsentiert Helene Fischer jedes Jahr zu Weihnachten die Helene Fischer Show. Daneben ist sie auch außerhalb der Schlagerbranche aktiv. Im Jahr 2015 spielte sie etwa eine kleine Rolle im Til Schweiger-Tatort Der große Schmerz. Florian Silbereisen und Helene Fischer, 10 Jahre lang das Schlagertraumpaar. Seit Mai 2008 war Helene Fischer mit Florian Silbereisen liiert. Im Dezember 2018 wurde auf rtl.de völlig überraschend die Trennung des Traumpaars des deutschen Schlagers bekannt. Helene Fischer verkündete zugleich eine neue Beziehung mit Thomas Seidel, einem Tänzer und Akrobaten ihrer Shows. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal für mehr Videos und lasst einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Video.